Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir juckt der Rücken, egal. Es juckt. Ich hatte heute Mittag einen wunderschönen, netten, lieben Besuch. Janita war da, hat ihr Backbuch geholt und sie hat ihr Enkelchen dabei gehabt, den Christian. Den möchte ich gerne hier mit grüßen. Hallo Christian! Die Oma muss immer mit der Mama sprechen, dass wir vielleicht das nächste Mal zusammen ein Video machen. Ne? Also, Anita, sprech mit deiner Tochter, mit deinem Schwiegersohn, mit allem. Ne? Ja, ich hatte mir am Dienstag bei Koch und Genießen gab es ja 2 NEAs, die habe ich mir geleistet. Wurde auch gestern zugestellt, laut Hermes Sendebericht, aber ich weiß nicht wo. Das heißt, ich muss jetzt mit QVC sehen, wo mein Päckchen hingekommen ist. Aber ich habe ja vorgestern mein Päckchen vom Wochenende bekommen, wo ja die 9 Twistdosen waren. Und da habe ich mir ja die 9 Twistdosen habe ich mir bestellt und ich habe mir das Buch von Sue Versin gegönnt. Also normalerweise kaufe ich mir keine teuren Kochbücher. Aber das hat mir denn dann doch gefallen. So, und was kommt jetzt im Fernsehen? Ich gehe mal mit euch so. Damit ihr es auch seht. Nicht, dass ihr denkt, hier, die Sabine kann ja viel erzählen. Nein, es ist so. Alles in der Küche mit QVC. Also, ihr Lieben, wir gehen jetzt mal in die Versenkung, weil ich wollte ja doch gerne mal das Paket öffnen. Und dann könnten wir das ja mal zusammen machen. Also, ich gehe jetzt mit euch hier in die Versenkung. Geht das noch? Jawohl. Noch ein Stückchen hoch. So. Na, wollen wir doch mal gucken, hey. Weil ich muss leider mit der Schere, weil ich mein Cuttermesser nicht finde. Es liegt nicht da, wo es hingehört. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Was weiß ich, wo ich es hingetan habe. So, was haben wir da hier? Nein, das ist auf das Gerät. Ich hole erst einmal alles hinaus. Ich hole erst einmal alles raus. Damit wir denn dann hier auch mal auf die Bank legen können. Statt hier. Was gibt's dann da? WMF Induktionskochfeld. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ach, komm her. Und sehe ich schon die Rechnung hier. Ach, was haben wir denn hier? Rechnung, Insider jetzt bestellen und gepflegt. Aha. Na dann. So, da wollen wir doch mal gucken, was wir hier denn Feines haben. Abgesehen von der Rechnung. Jetzt gehe ich wieder mit euch hoch. Weil ich mache es ja sowieso auf. So, gefällt mir viel besser. Immer diese Versenkung, oder? Nee. Was gibt's denn? Oh, hatte man schon lange nicht mehr. Das versandkostenfreie Lock und Lock Set für 24,98. 18-teilig, glaube ich, gell? Schlag zu, man weiß nicht, wie lang das Angebot noch gilt und wer weiß, wann so ein Angebot wieder kommt, gell? Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Sets ich davon habe. So, da wollen wir mal hier gucken, was wir hier haben. Ah. Konnte ja nicht widerstehen bei den Twistdosen. Ich habe natürlich 2 Kisten, aber sie werden definitiv zu viel sein. Das heißt also für mich, ich werde die wahrscheinlich einmal zurücksenden. Wer natürlich ein Set haben möchte, kann sich auch bei mir gerne per Messenger melden. Und ja, oh, die sehen aber schön. Ja, ich lasse jetzt mal zu noch. Oh, die sehen ja wirklich schön aus. Also, Beere, Limette, ein Blau, was haben wir dann hier? Ah, die kleine 150er sind in denen drin. Ach, das ist ja schön. Ja, gefällt mir gut. Aber 2 Stück sind ja definitiv zu viel. Also, ihr Lieben, wer eins gebrauchen möchte, so ein Set kann sich, wie gesagt, kann sich gerne bei mir melden.
Dann habe ich euch ja erzählt, ich habe noch das Buch von Sue Fössing. Bis zur letzten Krume habe ich mir gegönnt. Ich bin ja normalerweise, was Kochbücher betrifft, naja, ich sammle, naja, so viel nicht, aber ab und zu schon mal, wenn mir was ins Auge fällt, ne? Aber normalerweise, also das ist jetzt ein Buch, so viel habe ich noch nie für ein Kochbuch ausgegeben oder für ein Backbuch oder wie auch immer. Ne? Aber pro Backbuch. Am 2. Mai alle Geldeingänge, so wollte ich sagen. Alle Geldeingänge bis 2. Mai werden berücksichtigt für die Buchlieferungen. Und was danach kommt, habe ich ja auch geschrieben, schon wird wieder zurückversandt, weil irgendwann mit der Druckerei, weil dann wird es für mich, so komme ich immer noch auf Null. Wenn ich so weitermache, wenn ich Pech habe, muss ich drauflegen. Und ich möchte dann das nicht an euch auslassen. Na, also werden am 2. Mai ist dann Stopp. Und alles, was bis zum 2. Mai eingegangen ist, wird berücksichtigt und ja, alles andere wird zurücküberwiesen. Ja, das war's eigentlich schon. Das war's schon? Ich glaube, das war's. Mal schauen, wenn endlich mal, also mal schauen, wie das aussieht mit meinem Mixer, der ja als vermisst gilt. Mal sehen, wenn das dann kommt oder kommen sollte, falls ich es mir nochmal bestellen sollte. Ja, dann werde ich denn dann auch ein schönes Video dann machen. Und wenn ich aus meinem Urlaub nach Hause komme, werde ich mal Eis machen. Ich habe ja von der KitchenAid diese Eisschüssel, die gibt es ja zum Nachkaufen für die KitchenAid. Die werde ich dann in die Gefriertruhe legen und dann werde ich ein Zimt-Eis machen, wie es immer Cherry macht. Mal gucken, wie das schmeckt. Aber das mache ich erst nach dem Urlaub und da lasse ich euch auch dran teilhaben. Ist denn sonst noch irgendetwas? Ich werde bald den Aufruf starten für die Weihnachtsbäckerei. Wir haben zwar erst April, wir haben bald Mai, aber ratzfatz haben wir Dezember und Weihnachten kommt immer so unverhofft. Ne? Und ich will ja nicht das Buch erst zu Weihnachten haben mit den Plätzchenrezepte und was weiß ich was. Das hätte ich ja schon gerne ein bisschen früher. Das heißt also, wir müssen ja spätestens im Oktober die Plätzchen, muss ich ja mit der Druckerei wieder aushandeln. Und dann müssen wir ja spätestens im Oktober müssen wir ja drucken, damit die Bücher ausgeliefert werden können und ja, dass wir denn dann im November zum ersten Advent hin, das hört sich immer so blöd an, oder? Mir hatte erst Ostern, aber na, wie gesagt, ja, dass dann im Oktober dann der Druck beginnen kann für die Weihnachtsbäckerei und ja, ist denn sonst noch irgendetwas? Also wenn irgendwas ist, ihr wisst, wie ihr mich zu erreichen habt, gell? Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Freitagabend, ein wunderschönes Wochenende und wer hat ein schönes langes Wochenende, weil am Dienstag ist der 1. Mai. Und da wünsche ich euch allen schönen Feiertag und ja, schöne Tage. In diesem Sinne, eure Sabine. Bis dann!